EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück bei dem Gary und in Rostock, beziehungsweise diesmal wieder in Island. Wir haben ein Nationalländerspiel gegen Dänemark und ja, sieht nicht gut aus für uns. Wir sind die deutlich schwächere Elf, aber wir haben ja gesagt, wir versuchen es. Und ich habe ja hier gesagt, von wegen, guten Tag, liebe Leute, ich gucke mir die Taktik an. Wir gehen hier natürlich ein ganz hohes Tempo mit, damit wir das hier schaffen können. Finn Bogason ist mein Mann vorne drin und Sigurdsson ist mein Mann in der Mitte. Angriffsseite ohne Vorgabe erstmal. Wir machen ein vorsichtiges Passspiel, versuchen die Flanken früh zu schlagen und dann aber auch bitte hoch, weil ich das Gefühl habe, das kriegen wir hin. Pressing werden wir auch eher etwas hinten machen. Ja, so ein relativ, ja, Zeitspiel machen wir auch an. Komm, sind wir mal richtig, richtig ekelhafter Gegner sind wir. So könnte es vielleicht funktionieren, indem wir zusehen, dass wir ja, hinten einfach stabil stehen, ne, mit den Jungs. Und das Mittelfeld muss hier unbedingt mit nach hinten kommen. Eher nach hinten als nach vorne. So, so machen wir es hier auch, auf jeden Fall. Gut, die Außen müssen richtig viel laufen hier bei uns. Die müssen richtig viel laufen. Unsere Stürmer müssen auch laufen, ganz klar, ganz klar. Da geht nichts. Hier Sigurdsson kann sich eher so an den zweiten Posten orientieren. Machen wir mal so, bin gespannt. Ihr merkt, ich bin schon wieder so ein bisschen am Schniefen oder immer noch, ne? Ich habe mich echt erkältet, habe ich das Gefühl. Richtig scheiße, Jungs, richtig scheiße. Nervt total, aber ist so. Können wir nichts dran machen. Ist auch nicht so schlimm. Weil, ja, ihr müsst ja nicht ausleben. Ne? Nur ich. Ich muss ausleben. Moment, ich habe ja hier was falsch gemacht. Das ist ja gar nicht der Sigurdsson. Dann nehmen wir doch lieber den Halfredsson als. Warum ist das jetzt. Aha. Warum geht das hier dann weg, wenn ich hier unten auf OK drücke und jetzt wieder Taktik mache? Fuck off, Jungs. Aber mal richtig fuck off. Was ist das hier? Wer kann mir das erklären, bitte? Warum geht das hier weg? Warum ist das so? Mal hier bei Mitarbeitern vielleicht gucken. Nicht, dass hier irgendwie was Aufgabe übertragen irgendwo Quatsch ist. Erstellt Trainingsplan, Trainingsgruppen und Trainingsziele. Haben wir hier. Co-Trainer-mäßig. Mehr haben wir hier nicht. Also, was ist das jetzt für ein Quatsch? Weil, übersehe ich wieder irgendwas? Habe ich wieder irgendwas falsch gemacht? Leute, helft mir bitte. Helft mir bitte. Was ist, wenn wir hier den hier einfach machen? Vielleicht geht das ja dann. Abwehrreihe eher tief, haben wir gesagt, hier hinten drin. Angriffsspiel. Passspiel auch eher so vorsichtig. So. Ja, fuck off, ey. Du bist ja verrückt hier. Was soll denn Mist? Das, jetzt bleibt's. Okay, jetzt bleibt's. Gut. Dann machen wir es halt jetzt nochmal, ne? Kein Problem. Hier lange Bälle. Ist schon okay. Aber eher vorsichtig. Abstöße nicht so weit. Dass die hinten eher mal. Wobei. Oder wir kloppen sie einfach nach vorne. Komm, wir kloppen die einfach nach vorne. Genau wie die Bälle hier. Prüflanken und relativ hoch. Eher an den kurzen Pfosten. Und dann gehen wir jetzt nochmal. Auch hier in die Laufwege rein. Aber die sind jetzt so. Aha, okay. Jetzt aus irgendeinem Grund ist es jetzt so, dass es gespeichert wurde, oder? Ja, okay. Mir wurscht, warum. Passt. Ist jetzt hier auch eine leicht andere Aufstellung. Weiß ich auch nicht genau, warum. Kann ich jetzt auch wieder nicht verschieben. Jetzt ist es frei. Jetzt gucken wir mal in die Statistik, in die Dings rein. Okay. Gilt jetzt so. Alles klar, aber jetzt bleibt das hier wieder nicht. Was ist denn hier los, ey? Weiß auch kein Mensch. So. Vielleicht lag es daran. Ich probiere jetzt erstmal hier busy aus. Liebe Leute. Ja, wisst ihr was?
Dann machen wir es halt so. Dann gehen wir halt so jetzt hier rein. Jetzt nervt mich langsam. Keine Ahnung, was hier wieder Sache ist. Ja. Und bevor wir aber ins Spiel reingehen, möchte ich noch eure Kommentare mir angucken. Einmal hat hier Sascha Meyer da schon wieder 2 Tore geschossen. Sehr schön. Und zwar hat der Jofu im FM-Talker-Forum geschrieben: Cottbus einfach mal so 7-1 aus dem Stadion gefegt. Junge, Junge. Dann der IMJ hat mir gratuliert zu Bob Blumack und dann auch zum 7-1 hat er sich geäußert. Fand er auch krass. Zweite Mannschaft hat sehr viele Tore geschossen, weil da ja auch Teams in der Liga sind, die nur wenige Spieler haben. Hier Trochtersen-Assel, meine Güte. Die haben schon 130 Gegentore. Wenn wir ins Team reingucken, da sind halt auch, ja, momentan, jetzt haben sie wieder welche, aber relativ, die hatten am Anfang nur so 10 Spieler und haben immer die A-Jugend hochgezogen. Und, was haben wir noch hier? Köln und Lotte haben verloren. Nur noch ein Punkt auf die beiden. Der Spieltag verlief wirklich nach Maß. Das stimmt. Kurze Relativierung. Da hat man schon. Pokalsieg der Frankfurter feiert er. Ich find's auch super geil. Ich komme ja hier aus der Frankfurter Gegend oder wohne in der Frankfurter Gegend. Hier ging richtig, richtig der Punk ab, ey. Ja, man kann nicht dann streiten. Ich hätte diesen Elfmeter gegeben. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Die Szene läuft ja weiter und der Wagner kloppt aus 3 Metern oder 5 Metern aufs Tor. Da fragt man sich halt auch, da muss er machen. Wenn er ihn gemacht hätte, hätte der Schiedsrichter ja auch nicht gesagt, Moment, Tor gehen wir nicht, wir machen lieber den Elfmeter. Also, das ist dann so ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Aber die Bayern hatten genug Zeit, hätten ja ein Tor machen können. Ich finde super, dass das andere gewonnen haben. Super geil. So, dann hat der Grauersaut sich noch gemeldet. War der falsche Trainer bei Cottbus am Werk. Gegen meine Cottbuser hätte der Gary das nicht geschafft. Das stimmt wohl. Ich habe schon überlegt, ob ich den nächstes Jahr einfach mit in das Spiel reinbringe, hier den Grauer als Cottbus-Trainer. Falls ich überhaupt nächstes Jahr ein Let's Play mache, also ein neues, falls ich nicht einfach hier bei unseren Kollegen bleibe, den Hanseaten oder wo auch immer uns das hintreibt. Mir fällt gerade auf, wir haben keinen Menschen, der hier Stürmer spielt in der Jugend. Das ist schwierig. So, dann hat IMJ nochmal geschrieben zum Elfmeter. Ja, hätte man geben können. Aber wenn man es nach 90 Minuten nicht schafft, mehr Tore als Frankfurt zu geben, dann ist es lächerlich, sich darüber aufzuregen. Da hat er recht, hat er recht. Und ich wollte auch nur gesagt haben, ich hätte den Elfmeter im ersten Fall gegeben, also allerersten Fall, habe ich gesagt, ah, der fliegt doch, guck mir an, da, Fallobst. Dann hätte ich gesagt, okay, er trifft ihn voll. Und dann wiederum hätte ich gesagt, aber halt, die machen ja noch die Chance da. So, jetzt gucken wir noch bei YouTube rein. Habt ihr richtig viel geschrieben. Das bedeutet, ich habe auch richtig viel zu tun. Deshalb gehen wir einfach nochmal hier auf den Transfermarkt, gucken, was da so am Start ist. Für uns nicht viel, was wir kennen hier offensichtlich. Nur Johan Gastien. Wäre auch nochmal ein Franzose, ein etwas älterer. Der wäre vielleicht auch nicht so teuer, wie unter dem wir momentan versucht haben. 221 Viewer haben wir im Moment, oder Abonnenten. Leider hat mir Facebook wieder nur einen mitgeteilt, und zwar der Rox. Die anderen Leute, tut mir leid, Facebook meldet euch nicht, und ich weiß nicht, wo ich nachgucken kann, wer alles mir folgt, keine Ahnung. Bin ich vollkommen überfragt. So, dann hatten wir 11 Daumen und hier einiges an Kommentaren. Wir gehen mal rein in die Kommentare. So, Jonas Buhr hatte geschrieben, könntest Gründemann hochziehen, der Keeper aus der zweiten Mannschaft, und dafür Eisele in die zweite runtersetzen. Aber ich frage mich, was das bringen sollte. Das hat auch hier noch jemand geliked. Weil der könnte in der ersten Mannschaft ja nicht spielen. Da sei er auch nur auf der Bank. Und hier spielt er wenigstens seine Amateurspiele. Ne? Da kann er ja wenigstens Erfahrung sammeln und so. Ich würde es jetzt nicht machen. Wenn er sich verletzt unter erster Torwart, da ist das eine andere Überlegung. Aber so jetzt hier, Stand jetzt, würde ich es nicht machen. Ne? Gar nicht. So, übrigens bin ich am Montag im Holstein-Stadion und hoffe, dass der VW-Club endlich absteigt. Leider sieht es da nicht nach aus. Tut mir leid. Dann haben wir Frank Schönecke. Hi Gary, ich will dir nicht jede Woche erzählen, welche Spieler du holen solltest, aber du beachtest den Sergio Gomez beim BVB 2 gar nicht. Muss ich mal reingucken. Ich habe schon reingeguckt, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch, woran es liegt. Und zwar, passt mal auf hier, Team, ne? Zweite Mannschaft, Sergio Gomez. Hier spielt er. Der wird mir angezeigt ab 65er, ne? So, jetzt habe ich schon mal offline ein bisschen geforstet, warum der mir nicht so aufgefallen ist. Und zwar ist es so, wir haben ja Scouting auf Scouting auf schwer.
Und bei normal ist es so, wenn der hier 65 angezeigt wird, dann ist der eigentlich zu 95% immer schlechter als 65. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht mehr Leute holen, unbedingt die unter 65 sind, ne? Aber jetzt guck mal hier mal hin, diesen kleinen Trick gibt es immer noch. Wenn man hier unten hinguckt, wo der Mauszeiger ist, da sieht man eine 68 als momentane Stärke. Das heißt, ich muss mich einfach auch ein bisschen umgewöhnen. Und zwar auch 65er können interessant jetzt momentan für uns sein, beziehungsweise Leute, die ja ein bisschen, die sind nicht mehr unter dem Wert, den sie hier so angegeben haben, ne? Können auch manchmal ein bisschen drüber liegen. Und deshalb muss ich mir das angewöhnen, dass man da unbedingt mal bei guckt hier. Tja, so ist es. Also vielen Dank dafür darauf hinweisen. War sehr super. Und trotzdem, auch wenn du mir nicht jede Woche erzählen willst, wen ich holen soll, freue ich mich trotzdem über Vorschläge von dir, ne? Frank, sehr gut gemacht. So, ich habe ihn auf jeden Fall gescoutet und dann sehen wir mal, was da kommt. Dann hat der Frank noch geschrieben, stand ja die Frage im Raum, ob sich Charaktereigenschaften ändern können. Ne? Hier also bei den Spielern. Hier so welche. Und zwar, also wir haben jetzt herausgefunden, es gibt ein paar. Und zwar, verletzungsanfällig kann reinkommen, dass sie auf einmal, wenn die viele Verletzungen haben, dann verletzt sind und verletzungsanfällig sind. Und dann haben wir noch, hatte er den Fall, und das hat auch der Ronny Schumann gesagt, wenn du einen sehr guten Psychologen hast, dann kommt sowas wie, ihr Psychologe hat mit dem Spieler XY in letzter Zeit so richtig stark geredet, er hat nun keine schwachen Nerven mehr. Das ist natürlich eine Info, die finde ich super. Und dann müssten wir eigentlich gucken, ob wir nicht hier einen richtig geilen Psychologen hier reinbringen können. Weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Platz haben für jemanden. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne versuchen wollen. Haben wir hier jemanden? André Hofschneider zum Beispiel. Der ist jung und braucht das Geld. Carsten Behron ist auch da, aber der ist 10 der ist 10 Punkte schlechter leider. Tja, versuchen wir es doch mal hier bei ihm. Ob der hier dann kommen möchte. Vielleicht bringt es uns ja was. Vielleicht kriegen wir da jetzt den nächsten super Typen, der unseren Leuten da einfach was machen kann. Ne? André Hofschneider könnten wir dann ein neues Bild hinzufügen. Gerade mal ein Foto schon machen von dem Guten. So. Und dann wieder zurück zu euren Kommentaren. Chemie hat noch geschrieben. Läuft bei der Korge. Bin gespannt, ob das mit den vielen Toren so weitergeht. Pokalfinale war schon echt krass. Überragende Eintracht. Aber Bayern hatte auch Pech mit dem Schiri und zweimal Latte. Und jetzt heute. Heute ist nämlich der Tag der Amateure. Heute ist nämlich Montag. Ihr guckt jetzt Dienstag, ich weiß. Bin gespannt, wie da die Chemie Leipziger sich hier schlagen. Ne? Den Spieler von Lotte könnten wir mal holen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. FIFA Master. Du hast gesagt, den Spieler von Lotte. Welchen Spieler meinst du denn jetzt genau? Wahrscheinlich den aus dem letzten Spiel. Der Transfer ist hier übrigens gescheitert mit Conor McLaughlin und ich hatte auch noch hier diesen. Ja, da hat er abgelehnt wieder, ne? Hier der. Den wolltet ihr eh nicht haben. Aber hat er abgelehnt. Tja, da ist das so, ne? Dann ist das so. Wo ist es denn hier? Lotte. Wollte ich gucken. So, hier Lotte. Team. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich hier Pires meinst du bestimmt, hä? Kevin Pires Rodriguez. Aber ich könnte mir vorstellen. Ja, siehst du, den können wir nicht holen, weil der ist zu wertvoll fürs Team. In dem Sinn nicht her. Gorschlüter ist auch ein bisschen alt schon. Moritz Heyer ist jetzt keine krasse Verstärkung. Also in Lotte ist nichts zu holen für uns. Dann hatten wir noch Ronny Schumann. Sehr schöne Spiele heute. Wir sind auf einem guten Weg in Richtung Liga 2. Viel Energie wurde vor allen Dingen gegen Cottbus reingesteckt. Sontheimer mag bei Fürth bisher nur wenig Geld verdienen, aber meistens ist es bei jungen Spielern mit hoher Stärke so, dass die bei einer Verlängerung dann dementsprechend viel mehr Geld wollen. Zu den Eigenschaften sagt er eigentlich das, was ich eben auch schon gesagt habe, also hier schwache Nerven kann man wegkriegen und ja, die Verletzungsanfälligkeit. Ne? Dann haben wir Georg Gattos, guten Tag, Tag auch, was für ein tolles Ergebnis, 8:1 mit 6 Punkten in 2 Spielen, klasse. Plaswitsch hat jetzt auch wieder Leistung gezeigt, nachdem Georg Gattos da sich gemeldet hat. Ne? Ja. Schnell in die zweite Mannschaft oder wenn mit 16 dann zum Kooperationspartner verleihen, hätte er gerne. Franzosen finde ich nicht so dolle, viel Gehalt und schon 28, ja, will eh nicht kommen. Hier unter Jason Bartomier,
Aber er wäre schon gut gewesen hier mit einer 67. Wäre schon klasse. Dann hat er noch Vorschläge aus Griechenland gehabt. Und da wusste ich nicht mehr welche. Oder ist mir irgendwie entgangen. Auf jeden Fall gucken wir uns die an. Er hat sie nämlich dann nochmal geschrieben. Und zwar Siopsis. Habe ich richtig geschrieben? Siopsis? Leider nicht drin. Chryswanis, der ist drin hier, Spyros Chryswanis. 65er Verteidiger, wir werden ihn mal scouten. Ah ne, das wollte ich eigentlich nicht. Blickfeld, erstmal scouten, ob der was ist. Sieht mir jetzt auf den ersten Blick nicht so der Bringer aus. Ganz solide, aber keiner, der uns so direkt krass weiterbringen würde, meine ich. Kurbelis, Dimitros Kurbelis. DM, der wäre zumindest flexibel. Gucken wir uns auch an, natürlich. So, Jesper Verlaat, bitte. Dann, Galanopoulos. Galanopoulos. Der hier von Athen. Gucken wir auch mal rein. Auch ein 65er ZM, ja, da könnte man ja vielleicht einen gebrauchen momentan. Ne? Und er ist erst 20. Der könnte vielleicht was für uns sein. Und dann noch Konstantinidis. Konstantinidis. Okay. Konstantinidis. Diese Namen, ne? Das ist immer schwierig für mich, muss ich ja sagen. Dimitros. Von Sandhausen. Joa, dann ist der offensichtlich mal gewechselt. Meinst du den Guten hier? Du hast gesagt, der wäre entweder bei Brescia oder Nicosia. Ja, bei Nicosia war er, dann meinst du bestimmt den Kollegen hier. Wie alt ist der? 24. Der rechter und linker Verteidiger brauchen wir jetzt eigentlich nicht so. Ich scout ihn mal für dich mit hier. Und ich gucke auch nochmal nach hier Manolis. Also nach dem Siopsis, ob ich da mich nicht verschrieben habe oder so. Suchen wir mal nach Manolis. Ja, Siopis heißt er. Ja, hast du hier Quatsch geschrieben. Oder jemand hat den falsch eingetragen. Also da war irgendwo ein S zu viel. DM, RV, 60, den würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht scouten. Machen wir gerade den Trick hier. Oh, 66, doch, ich muss mir das angewöhnen hier. 66 ist nicht so das Verkehrteste bei uns. Also müssen wir einfach alles scouten, was in dem Bereich irgendwie fällt. Das, ja, aber es wird dann schwieriger mit dem Scouten. Ist so, ne? Ist so einfach. So, dann haben wir noch. Max Müller hat gesagt, die Verletzungs- oder die Eigenschaften eines Spielers können sich auf jeden Fall ändern. Ja, herzlich willkommen, Max Müller. Cool. Dann, du hast bei der Taktik eingestellt, dass deine Mannschaft nur durch die Mitte spielt. Das würde er gerne ändern wollen, der Patrick Ludwig. Hallo, Patrick Ludwig. Bisher hat es aber ganz gut geklappt, ne? Durch die Mitte. Wir haben ja gerade einen guten Lauf, deshalb würde ich es einfach erstmal so lassen. Und wenn es mal nicht mehr läuft, dann werden wir es auf jeden Fall versuchen umzustellen. Finde ich eigentlich bisher ganz gelungen. So, und jetzt war es noch so. Jemand von euch, nämlich, wo ist er denn? Der Ibims Marvin möchte gerne einen Spieler übernehmen, aber das hat er in dem Video davor, glaube ich, dann geschrieben. Und ich weiß noch, welcher Spieler. Jugendmannschaft, nämlich hier den Vollner. So, der hier, den Linder wollte er nämlich erst haben. Das ging aber nicht, weil der schon weg war. Also, wir haben hier Marvin Hanf. Haben wir hier Spitzname. Ibims Marvin Gaming ist schon ein bisschen lang, finde ich. Ibims Marvin. Passt überhaupt Gaming noch dahin? Würde eh nicht passen. Hier, Ibims Marvin Gummy. Nee. Ibims Marvin machen wir dann. Und das Gaming kann man sich dann dazu decken. Na, herzlich willkommen in der B-Jugend von Hansa Rostock. Du bist gelassen und verletzungsresistent. Das ist schon mal schön. Und du bist ein fleißiger Typ. Hast ein gutes Talent hier. Ich habe dir einen tollen Typen hier gegeben. Komm, mach nur eine Sonderbetreuung draus. Und ja, dann geht's los, ne? Ich hab dir sogar schon dein Bildchen reingebracht. Herzlich willkommen, Ibims Marvin. Guck mal hier, wie professionell ich deinen Daumen hier aus dem Bild gemacht habe, an der linken Schulter. Geil, oder? Sehr schön, weil der hing da mittendrin. Und guck dir das mal an, Mann. Es fällt kaum auf, dass da mal ein Daumen war. Kannst dir abschneiden, brauchst nicht mehr. So, jetzt geht's endlich mal ins nächste Spiel hier rein. Halbe Stunde rumgequatscht, der Gary. Und ja, wir gehen in den Textmodus. Gegen Dänemark. Ich bin mir total sicher, dass wir hier um jeden Ball kämpfen müssen. Vollangriff!
Es geht. Ja, aber Vollangriff wäre vielleicht nicht so clever. Egal. Geht los. Weiter geht's. Und wir könnten ja hier sogar noch eventuell Zweiter werden. Wenn wir hier noch einen Punkt holen. Ah, gut, die Tordifferenz halt scheiße. Naja. Die Entscheidung. Sigurdsson. Wie schnell bist du denn, Sigurdsson? Der labert aber auch hier. Du bist ganz schnell, Sigurdsson. Komm, du gehst dran vorbei. Auf jeden Fall hier. Geh vorbei. Mach es. Treibt den Ball nach vorne. Wird angefeuert. Legt den Ball an Durmisi vorbei. Der ist aber schneller und läuft den Ball einfach ab. Schade. Oh, Alfred Siebfingen-Burgerson hat sich jetzt verletzt. Kapselprellung. Der arme Sack. Dann kommt der Matthias rein. Matthias kommt rein hier für ihn. So. So verlieren wir einen Stärkepunkt weniger, dann machen wir es lieber so. Also 6 Minuten gespielt, hier schon eine gelbe und eine Verletzung, das ist auch hart, ey. Okidoki. 10 Minuten gleich durch und wir haben es zumindest geschafft, hier nicht direkt auf den Sack zu bekommen. Jetzt sogar eine Konterchance für uns. Sigurdsson läuft alleine auf Schmeichel zu, er schießt und Tor, dann machen wir das Tor. Kasper Schmeichel lässt sich da verladen. Super, super. Zack. 1-0. Ja, vielleicht habt ihr recht gehabt und der Gary hätte hier schon früher einfach mal mehr Elan zeigen müssen. Aber jetzt erstmal in der 9. Minute die Ecke von links. Eriksen bringt die rein. Hermansson kann klären, aber dann ist Delaney da. Der spielt das Ball in die Mitte. Oh, das wird das Abseits aufgeheben, gehoben. Und dann kann Yannick Westergaard die Flanke einfach verwerten. 1-1. Ist es da wieder. Tja, dann geht's von vorne los. 9 Minuten gespielt, 2 Tore. Ist doch ein schönes Spielchen. Klasse Ding. Wunderbar. Hohe Flanke von Bjarnason auf der linken Seite. Schmeichel lenkt den Ball über die Latte. Und es gibt Ecke. Aber die gibt's nicht zu sehen. Komm, weiter so. Ist ja, läuft ja gut für uns. Ist ja nicht das Verkehrteste hier. Aber Dedebark jetzt wieder mit Delaney über die linke Seite auf Eriksen. Yusuf Paulsen mit dem Kopf. Und dann, der Halldorsson. Da lässt er die Türe zu. Einfach mal mit einer Glanzparade da alles rausgepfischt, der Gute. Heieiei, klasse Ding. Sehr schön. Ja, unsere Leute haben jetzt nach dem Tor nicht so viel bisher gebracht. Aber wir sind ja auch defensiv eingestellt, ne? Emil Halfredsson holt sich hier auch nochmal die Gelbe. Ach nein, Anders Christiansen, habe ich falsch gelesen wieder hier. Zack. Ja, gut, dann nehmen wir die Gelbe auch für die Dänen mal mit, ne? Wilhelmsson aus 30 Metern einfach mal. Uhuhu. Ah, doch nicht. Sah gefährlich aus, als dann war. Aufsetzer, keine Schwierigkeiten für Schmeichel. Dänemark jetzt über Kasper Dolberg. Lässt da Hermansson schlafen. Und dann. Uhuhu, an den Pfosten. An den Pfosten. Na, jei, Kasper Dolberg. Brad Darcy ist übrigens unser Schiedsrichter und der greift gnadenlos durch. Wir haben ein ausverkauftes Stadion, das Nationalstadion von Island. Es werden 60 Sekunden nachgespielt und wir haben jetzt so gesehen, zumindest momentan einen Punkt. Ne? Einer der Einwechselspieler schießt aus Versehen einem Reporter den Ball gegen den Hinterkopf. Ja. Sehr schön. Klasse Sache. Ja, Jungs, gar nicht so verkehrt hier. Man könnte noch gucken. Kann der hier auch rechts Mittelfeld, 63. Ach, könnte gucken, ob man Sigurdsson nicht irgendwie, also den richtigen Sigurdsson hier in die Mitte reinstellt, kann aber auch nicht so viel mehr machen. Da hat er nur 82, ne, lassen wir so, läuft doch eigentlich ganz okay. In der Innenverteidigung vielleicht noch den Hermansson auswechseln, der hat nämlich 4,5, ist ja nicht so geil. Und so haben wir uns das vorgestellt, läuft ja ganz gut. Und weiter geht's, weiter geht's. Tja. John Gudni Fjoloson. Die haben auch geile Namen. Hörtur Hermansson. Eieiei. Yannick Westergaard kann der Sigurdsson nur mit einem taktischen Foul stoppen. Trotzdem sehr gefährliche Freistoßsituation. Und gelb für Yannick Westergaard. Das ist als Innenverteidiger auch nie verkehrt. Freistoß jetzt. Gilfi Sigurdsson.
Einige Schritte nimmt der Anlauf, schießt mit Vollspann durch die Mauer. Schmeichel sieht den Ball relativ stehen, ist aber trotzdem da. Dann in den Innenpfosten und... Ah, der geht rein. Nein, aus. Oh, ins Tor aus. Ja, nein, oh doch. Verdammt, gegen den Innenposten, gegen den Kopf des Torhüters und dann ins Tor aus. Meine Güte. Zu 80% der Fälle hat man da eigentlich, dann geht er ins Innentor als Eigentor und dann sieht er schlecht aus und hier ausgerechnet nicht. Nochmal eine Konterchance, die haben wir heute eben schon mal reingemacht. Sigurdsson jetzt alleine vor Schmeichel, dann auf Williamson. Nein, was macht der Matze? Der muss nur noch einschieben und dann... Das ist falsch. Dann macht er es nicht, ey. Fuck you, ey. Williamson, was ist da los? Mensch, guter Konter schon wieder von Island. Williamson wird abgedrängt, schießt aus einem unmöglichen Winkel, aber dran vorbei. Dänemark will jetzt hier auch nochmal sehen, dass sie ein Tor schießen könnten. Pausen mit einer guten Aktion. Und dann rennt er aber mit einem Haken in die Abwehr rein. Ja, wenn man 6-1 führt, dann kann man das machen, so halt nicht. Gary Blumack ist ein gutes Stück näher an seinen Monitor gerückt. Ist halt auch spannend gerade hier, ne? Viktor Fischer kommt jetzt für Thomas Delaney. Und ja, in der Tabelle tut sich nichts. Wir sind immer noch Letzter, aber wir könnten vielleicht mit dem Spiel gegen die Türkei dann nochmal was drehen. Wenn man nicht so eine Klatsche gekriegt hätte, ne? So, ja. Alfredsson hat nochmal voll auf die Eier gekriegt. Bitter. Und wir müssen jetzt hier eigentlich zusehen, dass wir gewinnen, weil mit einem 1-1 bringt uns, glaube ich, nichts. Eriksson auf Paulsen, aber auch von Abseits gegriffen. Oh, Hiddert hier kommt auch echt oft. Hat jemand im FM-Zocker-Forum auch geschrieben. Ne? Die Szene muss unbedingt mal überarbeitet werden. Da kommt immer das Gleiche. Irgendwer verletzt sich und dann ist es doch nicht so schlimm. Ja gut, 1-1 gegen Dänemark immerhin. Bringt ein paar Euro mehr in die Kassen des Gary Blumack. Wäre fast drin gewesen hier, ne? Ein Sieg. Schade drum. Jetzt haben wir noch ein Spiel gegen die Türkei. Wenn wir das nicht gewinnen, dann, ja, ist es halt so. Nazarov, zwei Treffer gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das wird den Presser eventuell interessieren. So, wir hatten hier eine Aussprache. Sie machen alles richtig, alles okay. Sind kaum eingespielt. Einwechslungen sind zu spät. Können uns keinen besseren Trainer wünschen. Ja, ja, Jungs. Ja, ich auch so, sehe auch so auf jeden Fall. Albanien mit Sim City gewinnen hier 3-0 gegen Weißrussland und er hat ein gutes Spiel gemacht. Note 2, ne? Klasse. Scouting abgeschlossen von Jesper Verlaat. Der wäre natürlich schon auch eine Hausnummer hier, ne? Der gute. Aber der ist erst bei 5. Dann können wir noch weitermachen, ja. Den können wir noch weiterholen, doch. Kapitänsprüfung, wie sieht's mit der Familie aus? Die Sarah und der Bob geht's gut. Und Dorian David wechselt zum Jahn Regensburg. Haben wir noch jemanden aus unserer Liga, der sich hier verstärkt? Nö, erstmal nicht. Trainerkarussell. Tamas Scheinerl haben wir letztes Mal schon gehabt. Maurice Hunt, die anderen kenne ich nicht hier. Sind auch alles kleine Vereine, bis auf hier. Okay, Alan Shearer ist weg bei Hull City. Dafür ist Glenn Röder gekommen. So kann es gehen, ne? Und wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2. Die würde ich gerne besiegen, auf jeden Fall. Das ist Prestige für mich, ne? Will ich auf jeden Fall mitnehmen hier. So. Dominik Ritscher, ablösefreier Transfer. Für 12.000. Ist das einer in der zweiten Mannschaft, der was zu sagen hat? Ritscher sitzt auch nur auf der Bank, ne? Der Ritscher. Und ist auch jetzt in Anführungszeichen schon 23, komm. Wenn der sich einig wird mit denen, dann könnte ja für die ein guter Mann sein, ne? Gucken wir mal hier ins Team rein. Ja, die brauchen Spieler hier. Da machen wir gar keinen Hehl drum, dass man hier auch kleine Vereine unterstützen. Und deshalb machen wir auf jeden Fall, ja, Riedel ist noch angeschlagen. Scout-Bericht in England. Jesper Verlaat haben wir auf 7. So, Albert Krause, Buljan, Nils, Jansen, Grünitz, Freitags, alle stärker geworden. Klasse. Sehr schön. Ja, ich habe mir in der Offline-Zeit noch mehr erlaubt. Ich habe mir in der B-Jugend allen Spielern, egal wem, nochmal Trainingsziele gegeben.
Jetzt haben wir momentan hier wirklich alle durch. Jeden einzelnen Spieler bei uns. Zweite Mannschaft, alle Jugend und erste Mannschaft mit Trainingszielen. Das musste mal gemacht werden. Da habe ich nämlich ein bisschen verdaddelt, weil ich mir dachte, ach, die sind so schlecht, die Jugendspieler. Aber es kommen ja auch keine besseren nach, ne? So, hier können wir nochmal Verbesserungen sagen. Du musst besser werden vorm Tor, will er machen. Plaswitsch, körperlich stärker werden. Oder sagt er jetzt hier, nee, will er auch versuchen. Sehr gut. Ich glaube, er ist aber körperlich doch gut dabei, oder? Hier, Robustheit, 70. Ja, weiß ich nicht. Könnte immer noch besser gehen, ne? Körperlich. Ja, finde auch gut. Holthaus. Eisele. Möchte sich verbessern. Ronny Schumann, vielleicht können wir dir nochmal sagen hier. Nee, können wir nicht. Aber wir können dir zumindest etwas in der nächsten Woche vielleicht sagen, ne? So, dann gehen wir in die zweite Mannschaft rein. Hier, Patrick Nils, vor dem Tor cleverer werden. Krause auch. Können wir jetzt alle nochmal sagen, dass die sich hier überall verbessern sollen. Hier geht's nicht, okay, dann gehen wir weiter. das tut gut, geht auch nichts. Superletztes Spiel, ja komm, da können wir mal machen, hier superletztes Spiel, freut er sich. Ritscher, vielleicht können wir ihm ja auch sagen, ne, können wir nicht. Man könnte ja auch sowas sagen wie, ja, schön, dass du da warst, komm, geh doch einfach mal. Aber geht nicht immer. So. Haben wir hier irgendwen? Du musst körperlich stärker werden, haben wir hier. Will er machen. Sascha Meier können wir nichts sagen. Gründewald. De Freitas. Ja, De Freitas ist auch hier ganz verloren, der Typ. Bei uns. Habe ich jetzt auch nicht gelesen, was der gesagt hat. Keine Ahnung, ist mal wurscht. Hoffe eh, dass wir den endlich mal jemand loswerden. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. So, ja, uns fehlt immer noch irgendwie ein DM, ne? Aber unsere Scouts haben ja jetzt ein paar Leute. Und SF holt gerade auf hier in der Stärke. Der ist natürlich jetzt hier auch klasse mit einer 65. Der Gute hat eine gute Form. Von daher, vielleicht brauchen wir doch keinen im ZDM. So, wir unterzeichnen hier für Willingen den Vertrag. Und dann bin ich gespannt, ob die sich ob die sich einig werden können. Ja, Dominik Ritschke wechselt ablösefrei. Ist vollkommen egal. Nicht egal, ist vollkommen gut für ihn. Da kann er spielen und ja, Willingen freut sich über einen neuen Spieler, ne? Top-Spiel hier, Fortuna Köln gegen Erfurt. Dann unser zweites hier, Rostock gegen Dortmund 2 und Magdeburg gegen Paderborn. Ja, Dennis Fehr ist leider noch verletzt. Deshalb nehmen wir hier, wen nehmen wir mit hier? Innenverteidiger haben wir da schon, Wannwetsch haben wir auch. Dann nehmen wir die beste Form mit. Beste Form ist momentan Brian Henning. Gucken wir uns an, was der so zu schaffen hat. Vorne drin im Sturm werden wir nicht wechseln, weil wir da sehr formstarke Spieler auf dem Platz haben und generell ganz gut aussieht hier, ne, mit der Formstärke. Frisch ist endlich mal gut. Durch die Länderspielpause passt das super und deshalb werden wir uns das jetzt anschauen, wie wir hier gegen Dortmund uns schlagen können. Scout-Bericht abgeschlossen. Jasper Verlat haben wir jetzt auf Stufe 10. Marktwert eine halbe Million, Gehalt 290. Er ist natürlich auch ein klasse Typ, ne? Also mit einem 7er Talent, 22, wäre halt die Frage, ob er sich den überhaupt leisten könnte. Aber den können wir mal ins Blickfeld mit aufnehmen. Und wenn ihr sagt, den sollten wir mal anfragen zumindest, sagt er Bescheid, ne? So. Trainingsziel erreicht, Scouting abgeschlossen von Dortmund. 2 angeschlagene Spieler. Medienarbeit zahlt sie aus. Spieler von Albanien. Aha. Neuer Mitarbeiter André Hofschneider. Ritscher wechselt ablösefrei. Ja, ist doch super. Mitarbeiter, wollte ich jetzt mal gucken, kann man da irgendwie dem Psychologen was übertragen? Management PR. Geht nix, oder? Kann man nichts machen. Geschäftsführer. Nö. Kann man nichts machen. Der ist einfach da. Der ist einfach da. Ich glaube, dann geht die Moral nicht so schnell runter und so ein Kram. Aber verbessert mich, wenn ich falsch liege, ne? Sagt mir Bescheid, wenn es nicht so stimmt, was ich hier schwätze. Tja, Nado hat auf jeden Fall die Schwierigkeit, hier wieder ranzukommen. Der ist im Moment einer, meiner Meinung nach, für ein Abstellgleis. Der Franzose.
61er Stärke, nur 2 Einsätze bisher. Könnte man überlegen, ob man da nicht sagt, goodbye, my friend, goodbye, my lover. Oder Tommy Krupe, wobei der noch einen ganz guten Ersatz-Innenverteidiger macht hier mit 63. Wir gehen mal rein jetzt ins Spiel. Wir gucken, dass wir hier gewinnen gegen Dortmund 2. Und wir hoffen, dass der Sergio Gomez jetzt hier nicht gegen uns aufspielt, wie der Frank Schönekäs schon gesagt hat, dass der so klasse wäre. Das wäre jetzt bitter. Wir sind nämlich Zweiter und wollen diese Form beibehalten. Aber die erste Chance, ja, ich sag schon hier, Sergio Gomez zieht von links in die Mitte, setzt dann Steve Kelm ein, der umkurvt Janis Blažević und schiebt den Ball ins leere Tor. Steve Kelm und Gomez machen hier in der dritten Minute das Ding, ey. Tja, meine lieben Leute, das ruft hier aber nach richtig was. So. Das ist doch scheiße. Quiring marschiert in den 16er, wartet aber dann zu lange. Holt gegen Unbehauen noch eine Ecke raus. Die kommt rein von Holthaus natürlich. Diese Ecke ist aber kein Problem für Luca Unbehauen. Na, mein Hals, ey. Und die Dortmunder. Nee, die haben jetzt ihre erste Ecke. Sergio Gomez bringt sie rein. Hüssing kann dann Steve Kelm da aber noch stören und deshalb geht der Ball, der Kopfball am Tor vorbei. Ja, das ist zu wenig hier, meine lieben Leute. Da müssen wir gleich mal ausrasten. Zapato de Hombre und Benjamina vorne drin, die sollen mal die Tore schießen. Momentan sieht es nicht danach aus, wobei jetzt vielleicht der Lombre. Ja, da ist er ja, habe ich gerade gesagt hier. Guck mal, der schießt doch kein Tor momentan. Und dann schießt er doch ein Tor momentan. Ja, klasse. Sehr schön, 6. Tor in dieser Saison schon. 7 Minuten gespielt, wie eben. Beim Nationalländerspiel ist es so, dass wir hier echt einfach eine gute Anfangsphase sehen von beiden Mannschaften. Dortmund jetzt in der 14. Minute. Ecke von rechts wieder Sergio Gomez. Blažević kommt blitzschnell heraus und ja, holt die Ecke. Holt sie da aus der Luft. Kommt niemand dran. Kein Problem. So, jetzt weitergehen hier. Wir sehen hier auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel bisher, in dem die Rostocker jetzt den nächsten Konter fahren. Und zwar Zagadou passt aber diesmal auf. Ja, Zapato del Hombre läuft da ins Leere. Ohne Ball muss er da weiter, weil der Zagadou aufgepasst hat. Gute Kontermöglichkeit schon wieder. Schlechtes Abspiel aber dann von Efse. Was macht der da, Mensch? Das war ja ganz schwach. Aber Rostock legt jetzt hier nach. Wir geben jetzt Gas. Wir merken, hier geht was. Flanke Sebastian Vasialidis von rechts. In der Mitte kommt Benjamina völlig frei zum Kopfball. Unbehauen hält den noch, gibt's ja gar nicht. Aber Zalpatre ist da, Nachschuss. Jawohl, 2:1, hebt den Ball über den Torwart ins Netz, Doppelpack. Zapato del Hombre. Und dann gilt die Vorarbeit noch für Benjamina. Benjamina jetzt nochmal, der schießt sofort ab nach einer... Unbehauen hält den Ball mit der Glanztat. Vorlage von SF kam da. Luca Unbehauen. Der sieht auch ein bisschen aus wie Mike Hanke. Ist doch Mike Hanke im Tor. Mike Hanke im Tor der Dortmunder. Klasse. Sehr schön. Ecke von links. Holthaus bringt sie rein. Del Hombre hält den Fuß hin. Ah, mitten in die Arme. Schade. Schade, schade, aber es sieht gerade richtig gut aus für uns. Jetzt schon wieder der Lombre. Der zieht in den Strafraum rein und schießt dann ab. Ecke. Der macht ja ein richtig klasse Spiel. Ein richtig Ding. Ecke kommt rein von der rechten Seite. Holthaus. Unbehauen. Biegt am Ball vorbei. Und dann ist Benjamina hinten am langen Posten. Sein Kopfball geht aber übers Tor. Oh. Da muss er doch breit sein, Mensch. Quiring von Nasch auf der linken Seite. Patrick Pritsch flankt jetzt scharf in den Fünfer. Da ist der Lombre mit seinem Bein. Und der trifft. Der macht echt einen Hattrick in der ersten Minute. In der ersten Halbzeit. Zack, piff, paff, poff. 3 Buden von unserem spanischen, ja, Megastar fast schon hier. Nicht stärkemäßig, aber toremäßig. Was ist denn hier los? 8 Tore jetzt in dieser Saison. Klasse Typ, ey. Ja, vielleicht war das frühe Gegentor ein Aufwecker für unsere Rostocker. Nochmal eine Ecke, die 4. jetzt schon. Aber die ist zu kurz, kein Problem für Patrick Fritsch, der den Ball da klären kann. Ja, wunderbar. Ist das stark hier. Dominik Hugel pfeift auch direkt nach einer Minute Nachspielzeit ab. Und die Dortmunder
Ja, müssen sich jetzt erstmal sortieren, ne? Müssen sich hier sortieren. Klasse, Jungs. Das war echt richtig stark, was hier gespielt wurde. Jetzt drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding nochmal. Piff, paff, paff, ey. Ich bin kurz davor, auf jeden Fall hier wieder Leute einzuwechseln. Und mal gucken hier, wer könnte denn noch im offensiven Mittelfeld jemanden da beerben. Vanwetsch könnten wir da hinstellen. Komm, machen wir mal mit Vanwetsch. Weil ich würde gern Quirings tolle Note mitnehmen. Beide will ich nicht auswechseln, das ist mir dann wieder zu viel wechseln. Also Delombre lasse ich jetzt mal hier da stehen. Harte Freistöße hat er auf jeden Fall. Frohnatur. Geiler Typ, ey. Echt, den haben wir richtig gut geholt. Wir müssen nur mal gucken, dass wir hier vielleicht für Stürmer noch andere Sachen einfach mal trainieren für ihn, ne? Wollen wir mal gucken. Werden wir mal uns genauer anschauen in der nächsten Woche. Haben wir ja noch Zeit für. Ein zweites Spiel für Rostock wird es jetzt nicht geben, weil ihr wolltet ja, dass ich die Nationalländerspiele länger angehe oder ernsthafter angehe. Und demnach haben wir jetzt schon zwei Spiele. Und es dürfte zeitlich euch entgegenkommen in der Woche, da nicht eine richtig ewig lange Folge zu machen. So, in der zweiten Hälfte geht bisher gar nichts. Schwächere Phase hier im Spiel und deshalb wechseln wir mal aus. Chaka hat eine super Form, der kommt mal rein. Und so, den Rest würde ich mal noch so lassen. Eventuell gleich mal noch Alibas bringen. Oder Zimmer. Mal gucken, wie sich das Spiel noch so entwickelt. Erstmal kommt Chaka rein. Vielleicht macht er ja noch eine Bude. Außerdem kann sich Delombre hier noch seinen verdienten Applaus abholen auf jeden Fall. Meine Güte, ey. Drei Buden in der ersten Hälfte. Das kann den Dortmundern nicht gefallen. Massimo Onatelli kommt jetzt rein für Patrick Britsch. Rechtsverteidiger darf früher duschen gehen. Und wir sehen jetzt hier Schwerpmann mit einem krassen, beschissenen Pass zurück auf Luca Unbehauen. Aber, ja, der Mike Hanke hält das Ding, beziehungsweise kommt damit klar. Mike Hanke im Tor, ey. Meine Herren. Weitere Hereingabe von Bulut. Blaswitsch klärt genau vor die Füße von Kelm. Der zieht aus 10 Metern ab und schießt rechts vorbei. Uiuiui. Steve Kelm. Eventuell könnte aus dem was werden hier, ne? Bei linkes Mittelfeld, können wir da jemanden hinstellen? Vasialidis, kann der da spielen? Ja, aber nur so schlecht. Ach komm, mit der 3 kann mal Alibas kommen. Bestimmt ist mal gönnen nach seiner Verletzung, dass der hier wieder ein bisschen an die Mannschaft rankommt. Und wir sind ein Platz hinter dem Erstplatzierten, wenn es so bleibt. Ne? Und es sieht ja momentan danach aus. Oh, irgendwie kommt der Ball zu Burnitsch. Der trägt den Ball über 30 Meter nach vorne. Passt dann auf Bulut. Der schießt sofort. Kopf von Schößwendler ist im Weg. Und oh, knapp am Tor vorbei. Zur Ecke gefälscht. Die kommt natürlich wieder von Sergio Gomez. Bringt sie rein. Zagadou köpft. 9 Meter. Zentral vom Tor, aber weit drüber. Auch bisher hier bester Mann, der Gomez und unser Mike Hanke. Tore Jakobsen holt sich hier mal eine gelbe. Muss er da machen, ist auf jeden Fall okay. Und das wiederum muss er nicht machen. Vanwetsch kriegt jetzt hier gelb wegen Meckerns. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Noch nie hat ein Schiedsrichter danach gesagt, ach ja, komm, hast recht. Lass weiterspielen. Tut so, als hätte ich nicht gepfiffen. Steve Kelm wird ausgewechselt. Kaya Akoyun kommt rein. Und genauso wie Amos Pieper jetzt für Klaus Strömer reinkommt. Tja. Amos gegen Klaus. Amos ist auch ein krasser Vorname irgendwie. Sergio Gomez verliert den Ball gegen Jakobsen. Dann spielt er sofort zu Erstep und der lässt Pieper stehen. Schießt in die linke Ecke und auch Mike Hanke sieht da schlecht aus. Willi Erstep mit einer guten Form macht hier den Deckel drauf zum 4:1. Super geil. Und vielleicht haben wir noch nicht genug. Freistoß Benjamina versucht es direkt aus 28 Metern. Aber kein Problem für Luca Unbehauen. Dortmund 2 kann jetzt alles nach vorne werfen, kann nur noch besser werden. Müssen sie auch. Aber ich glaube, das schaffen sie nicht mehr. Die werden das hier nicht drehen können. Sind hier im 13. Platz. Als Aufsteiger ist das ja ganz ordentlich. Aber hier, das Spiel war nix. Vanwetsch aus 30 Metern spielt er den Ball zu Tore Jakobsen. Und der schießt dem Axel gegen Kopf. Und dann gibt es Ecke. Die Ecke kommt rein jetzt hier von Fabian Holthaus.
auf der linken Seite. Pieper klärt per Kopf erstmal. Dieser aber zu kurz geklärt. Und wer kommt da angerauscht? Der Erste mit vollem Risiko unter die Latte haut er da rein. Unbehauen noch mit den Fingern dran, aber keine Chance gehabt, diesen Ball überhaupt irgendwie zu halten. 5:1. Alter Schwede. Das ist ja eine richtig klasse Leistung hier im Ostseestadion. Zu Hause eine Macht, Rostock. Zu Hause eine Macht. Das ist aber auch, meine Herren. Ja, ganz klasse. Super geil. Tolle Spiele hier gemacht. SF mit dem Doppelpack und Dreierpack für Delombre. Boah, und dann kriegt er hier mit zwei Buhnen auch nur eine 2. Also manchmal ist das echt komisch, diese Notenvergabe. Naja, ist ja wurscht. Läuft bei uns gerade richtig gut. Und wir haben hier richtig viele Tore generell zu sehen. Sonnenhof gegen Osnabrück 2:6. Das ist auf jeden Fall auch hier. Sanga Eto'o hat hier auch eins gemacht. Der ist ja auch geil. Sanga Eto'o. Aha. Manchmal gucken hier, ob man für den nicht auch ein geiles Bildchen findet. So, ja, oh, guckt euch das mal an hier. Havran 2 gemacht, Aslan 1, Dannenberg 1 und Dercho auch 1. Ja, sehr schön, sehr schön. 2:6, meine Güte. Dann noch ein 3:1 von Magdeburg gegen Paderborn. 0:0 Duisburg gegen Cottbus. Hamburg verliert zu Hause 0:3 gegen Fürth. Unterhaching 2:2 gegen Lotte. Und das ist natürlich auch sehr gut für uns, weil die Lotter dadurch Platz machen für uns. Beziehungsweise ein bisschen verlieren auf uns, ne? So, dann haben wir noch Karlsruhe gegen Chemnitz 0:2. Würzburg gewinnt, verliert zu Hause gegen Bremen. Fortuna Köln auch nur 2:2, ist auch gut für uns gegen Erfurt. Und Halle 1:2 gegen Jena. Also Fürth konnte hier einen guten Sprung machen. Jena ebenfalls von 11 auf 8, klasse. Werder Bremen von 18 auf 15. Cottbus einen kleinen Sprung gemacht. Ja, so sieht's aus. Und ich habe eben geguckt, im Stadion waren 16.000, momentan haben wir durchschnittlich 14.000. Das heißt, die Fanzufuhr ins Stadion steigt auch langsam. Finde ich klasse. Vielleicht kriegen wir da noch mehr hin. So, und der 11. des Tages natürlich SF und Delombre am Start. Natürlich, was denn auch sonst, ey. Robert Hilbert, Sontheimer, ne, da haben wir auch schon überlegt. Aber den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. So wichtig fürs Team und so. Zapato Delombre bombt sich hier auf den zweiten Platz hinter Soriano. Hoffmann und Fran sind ihm aber auch den Fersen. Ja, damit ist auf jeden Fall Zapato unser bester Mann, was das Torschießen angeht. Und auch notentechnisch zusammen mit Ziemer beste in der Liga. Das ist wunderbar, das ist wunderbar. Martin Harnik ohne Gnade, 2 Treffer gegen den SV Werder Bremen. Lehrstunde für Hamburg, 0:3. Da ist sogar noch der Gisdol hier am Start. Kanga weiter angeschlagen und Sieg dank Alassane Plea. Aha, Dortmund hier nur 10. Hey, Bayern hat sich nach oben gekämpft auf jeden Fall. Dortmund, oh, da ist hier gerade. Da ist hier gerade aber auch Schicht im Schacht irgendwie, ne? Reus muss die ganzen Tore machen. Die haben halt irgendwie da vorne. Weiß ich nicht. Stindl scheint noch nicht zu fruchten. Und, ja, ansonsten haben sie noch Martinez. Der hat ein super Talent, aber es läuft auch nicht. Da bin ich gespannt. Ich bin aber auch in der realen Welt auf Dortmund gespannt, muss ich ja sagen. Volles Vertrauen hier im Vorstand. 2. Platz ist genau das, wo wir hin müssten. Fände ich auch gut. Scout-Bericht. Plakate kommen an. Kosten 100.000, bringen aber 3% mehr Zuschauer. Bin ich gespannt. Jedes Mal können wir uns das aber nicht leisten. Statusbericht, Verletzungen, okay. Und mir ist noch was aufgefallen, liebe Leute. Passt mal auf. Ich habe ja gesagt, ich hätte hier die B-Jugend und so mal durchgenommen, ne, was die Trainingsziele angeht. Und mir ist voll aufgefallen bei ihm hier, guckt mal, passt mal auf, alle Fähigkeiten, das sind die, die er hier braucht, ne? Und dann haben wir hier noch die Fähigkeiten so generell. Und der hat einige Sachen hier nicht am Start. Zum Beispiel habe ich die ganze Zeit Ausdauer gesucht und konnte dem keine Ausdauer trainieren. Habe ich mich gefragt, warum ist das so? Ja, habe ich mir den mal angeguckt. Das ist ja hier, glaube ich, auch einer, den man benennen kann, ja? Einfach ein Random-Typ. Und der Typ, pass mal auf, ist einfach mit einer 90er Ausdauer generiert worden. Normalerweise gerade hier die Jugendspieler, ui, Entschuldigung, da kam was mit. Gerade die Jugendspieler haben hier so 18, 36, 37, 24, 25, 14, also richtig beschissen. Da kommt der hier mit 90 an. Ja, das finde ich schon krass. Ja, okay. Und dann wollten wir bei Zapato Delombre noch gucken, dass wir da die
Trainingsziele mal so machen, dass wir hier vielleicht mehr Richtung Mittelstürmer hinkommen, dass der nicht seine besten Positionen, die hängende Spitze hat, weil wir spielen einfach nicht mit hängender Spitze. Also Torriecher und Schusskraft auf jeden Fall. Torriecher, Schusskraft und Kopfballpräzision. Kurzer Pass war da, glaube ich, auch noch drin, ne? Da macht er ja hier Schusskraft, kurzer Pass. Fernschüsse brauchen wir dann eher nicht so, da machen wir da lieber Kopfball hin. Und da muss er die jetzt erstmal hier sich holen, ne? Die Trainingssachen, klar. Entwicklungsprognose können wir mal reingucken. Der wird hier so sein, der ist noch nicht am Zenit. Sein Zenit wird angeblich so bei 65 sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass der höher kommt als 65. Ganz ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen. Wir gucken mal. Kann man hier noch irgendwas Tolles machen? Dolmetscher ist angestellt. Ja. Nee. Können wir nicht. Okay, wunderbar. Dann gehen wir in die nächste Woche rein. Und es steht ein richtiges Topspiel vor der Tür gegen Fürth. Das wird ein Knaller. Das wird ein Knaller. Antonio Valencia wechselt nochmal zu Boca Juniors. Zurück nach Südamerika. Lloyd Dyer zu Cork City. Ansonsten, da haben wir die Namen nix. Enrico Maaßen ist jetzt bei Nordhausen am Start. Haben wir hier jemanden, den wir sonst so kennen? Nö. Okay. Alles klar. Nix Weltbewegendes. Aber Kräuter führt, lädt ein zum Spiel. Auswärts geht's ran gegen den, ja, gegen den direkten Verfolger. Da müssen wir mal Punkte holen. Und wir gucken hier in die Champions League Spielplanung mal rein, ne? Man U und Rom sind hier Erster. Madrid, Atletico und Marseille. AC Milan hat da eine schwere Gruppe hier erwischt und müssen sich daran halten auf jeden Fall. Dortmund Erster in der Gruppe hier mit Valencia und Inter Mailand. Also hier läuft es bei den Dortmundern. Alle drei Spiele gewonnen. Und natürlich in jedem Spiel getroffen Marco Reus. Ganz stark. Ohne den wäre es auf jeden Fall schwierig hier für die Jungs. Bayern und Chelsea sind hier die Erstplatzierten. In der nächsten Gruppe dann Barcelona und Arsenal. Da ist leider Borussia Mönchengladbach bis hier hinten dran. Tja, die Jungs. Müssen sie gucken, was sie da auf die Kette kriegen. Oha hier. Arsenal aber richtig verkackt gegen Medipol Basaksehir. Haben sie 2-1 verloren. Puh. Dann haben wir hier die Schalke auf Platz 2 hinter Real Madrid. Das ist auf jeden Fall auch klasse. Und hat fast einen Unentschieden hier geholt gegen die Jungs aus Madrid. Wo jetzt übrigens Edison Cavani spielt. Aha. PSG und Turin. Und hier haben wir noch Man City und Monaco. Immerhin. In der Europa League Hoffenheim und Genua. Tottenham und Rostov. Das ist auch eine Überraschung auf jeden Fall. Rostov da. Lissabon und Nizza. Lazio und Red Bull Salzburg, Neapel und Malaga, Leipzig und Istanbul, Espanyol, Barcelona und TSKA Moskau, Porto und Nicosia, West Ham United und Istanbul, Young Boys Bern und Liverpool, Liverpool aber auch hier schwach unterwegs, 1-1-1, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage gegen so Leute wie Young Boys Bern, Budapest Honved und FSC Bukarest. Villarreal und Olympique Lyon. Und in der letzten Gruppe haben wir Leverkusen auf Platz 1 vor Anderlecht. Ja, nächstes Spiel ist hier auf jeden Fall schon mal relativ wegbedeutend, ne? Hier kommen da nur 7000 Zuschauer bei so einem wichtigen Spiel hier entführt. Also das ist auch... Jungs, Jungs, Jungs. Die wollen natürlich direkt wieder aufsteigen und da müssen sie an uns vorbei, ne? Ist auch natürlich das Topspiel, genauso wie Osnabrück gegen Magdeburg und Paderborn gegen Köln. Ja, ich würde sagen, wir versuchen in der nächsten Folge... Nein, FSF ist verletzt. Oh, scheiße. Ja, dann Wannwetsch rein. Scheiße, bitter. Tolles Knöll ist wieder fit. Genauso wie Riedel, den nehmen wir bitte auch mit. Aber gegen wen? Ja, wir haben viele Stürmer jetzt eingepackt. Aber der sollte vielleicht auch erstmal nochmal die Form hochkriegen, der Gute. Gucken wir mal. Also meine Idee wäre jetzt hier eine ganz verrückte. Und zwar einfach die beiden notenbesten Spieler der Liga zusammen auflaufen lassen. Tölles Knöll eventuell nochmal bringen, wenn es gut läuft. Evodo würde ich auch ganz gerne bringen. Der hat eine 15er Form. Das ist einfach stark momentan, was der macht.
Auch wenn er nicht so auffällig ist, ne? Aber es ist einfach gut. Und eventuell hier wegen der Frische Krupe nochmal rein. Da hätte man drei Positionen gedreht. Zimmer, Wannenwetsch und Krupe. Sag mir mal Bescheid, ob das so in Ordnung ist oder ob ich doch lieber wieder einen oder so zurück machen soll. Taktik steht. Da gucke ich ja jetzt auch immer rein, ne? Ich bin übrigens Kapitän geworden. Das heißt, wir können jetzt mal Golfen spielen. Ja. Und dann können wir jetzt mal gucken, wie das hier so weiter aussieht. Ich habe das Blickfeld übrigens auch mal ausgeräumt und mal nur so halbwegs reale Leute draufgelassen. Ne? Sergio Gomez sind wir hier, haben wir jetzt Bekanntheit 10. Der ist für uns nicht zu holen. Lieber Frank Schönekäs. 1,8 Millionen können wir uns nicht leisten. Genauso wie wir hier noch Victor Nelson zum Beispiel auf dem Zettel haben. Wir konnten immer mal höchstens gucken, wann die Verträge auslaufen. Ne? Aber ist auch schwierig hier. Laufen alle noch längerfristig. Aber auf jeden Fall hier mal aussortiert und ja, hier seht ihr es. Ne? Eine kleine Liste jetzt. Ein paar können wir da auch wieder hiervon vielleicht auch noch rausholen. Hier ein Terence Boyd in Sandhausen. 62er, also den brauchen wir nicht mehr. Können wir auch mal rauspacken hier. Ansonsten, ja, gibt es hier noch Wienke, ne, für 225.000 momentan. Ich meine, der hatte schon mal nur 150.000 gehabt, aber ihr habt ja gesagt, wir sollten ihn nicht holen damals. Schon mal gucken. Scheffler, auch eher unten angesiedelt. Aber hier so sieht es momentan aus. Ein paar laufen jetzt auch aus hier. Da können wir vielleicht mal reingucken. Und zwar auf der linken Seite Peter Kurzweg läuft diese Saison aus. Weiland und Fabian Benko von den Bayern. Wenn ihr da denkt, wir sollten mal anfragen ab der Rückrunde, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Ihn hier werden wir auch nochmal irgendwie versuchen, jemanden anzubieten. Der will weg. Und er soll auch weg, der Thorsten Schmoll. Brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Nee. So, ja, Folge vorbei. Es ist kurz nach 10. Reicht auch langsam. Gucken nur noch ganz kurz hier. Oh, da werden wieder Leute entlassen. In Flensburg zum Beispiel. Ben Tiede mit einem Muskelfaserriss. Stanese fällt 3 Tage aus. Ah, bitter. Schmoll ist verletzt auch für 3 Wochen. 7 Tage für FSF. Einige Verletzte hier. Beobachteter Spieler leicht verletzt. Na, den haben wir jetzt auf 10, ist okay. Quiring hat Trainingsziel erreicht. Ballkontrolle macht er jetzt. Ja, okay. Wunderbar. Sehr schön. Also, da sind wir natürlich hier mit einem furiosen Team momentan und mit guten Ergebnissen einfach unterwegs hier, ne? Also hier 5:1 gerade und im letzten Monat hatten wir ein knappes 1:0 und davor ein 7:1. Also da läuft gerade. 3 Spiele hintereinander jetzt gewonnen. Und das war der perfekte Zeitpunkt zum Gewinnen, weil jetzt ist nämlich angesagt Topspiel gegen Fürth, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao!